Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, zum letzten Video im Jahre 2021. Hier sitzt einer und macht die Eierpellen, sagt hallo. Moin. Moin. Ja, und ich bereite alles andere vor. Wir haben jetzt, halb drei, also nur noch wenige Stunden, bis das Jahr zu Ende ist. Und ja, die hungrige Meute will ja natürlich auch was zum Beißen haben. Also, Florian macht die Eierpellen, um nachher gefüllt Eier zu machen, also russische Eier mache ich. Und ich habe ja gestern euch erzählt, ich möchte gerne Frikadellen machen. Jetzt habe ich hier 2 Kilo gemischtes Hackfleisch, also ich habe hier Pute, 1,5 Kilo und 1,5 Kilo Rinderhackfleisch. Ja, und jetzt basteln wir mal einfach irgendwas Richtung Frikadellen. Und die mache ich heute im Backofen. Bei der Menge erspare ich mir das hier stehen und anbrutzeln. Ich schmeiß die alle einfach aufs Blech und ab in den Ofen. Passt schon. So, was nehmen wir denn jetzt alles für die Frikadellen? Also, wie ich schon gesagt habe, 2 Kilo Hackfleisch. Dann habe ich hier 6 Zwiebeln. 3 normale und 3 rote Zwiebeln. Ja, das sind so kümmerliche Reste aus dem Kühlschrank. Ein paar Möhrchen. Genauso wie dieses kleines Stück Zucchini. Muss auch einfach mal weg. Dann habe ich hier 4 Solo-Knoblauch. Und eine Paprika und 2 Kartoffeln. Ich habe das ausprobiert mit Kartoffeln, ist deutlich besser tatsächlich geworden. Ja, und dann wie immer Eier, Paniermehl, ein bisschen weißen Toast, das zeige ich euch. Aber als erstes muss ich alles, was jetzt noch hier reinkommt, in die Masse durch meinen Fleischwolf jagen und vorher natürlich ein bisschen vorschneiden, weil die Öffnung ja nicht ganz so groß ist. Da. Jetzt alles fertig durchgejagt. Ich mache mal die Ringe ab. Und jetzt geht's hier weiter. Wir brauchen auf jeden Fall ordentlich Salz auf diese Menge. Auch Pfeffer. Dann nehme ich schon immer ein bisschen Ketchup dazu. Ihr müsst das nicht machen, aber ich mag das so. Und Eier. Genau. Wir haben jetzt ganz schön viel Masse. Ich überlege gerade, ob mir überhaupt jetzt die Schüssel reicht. Oder ob ich eine größere brauche. Ich glaube, ich nehme diese tiefere Schüssel jetzt, damit das auch wirklich alles klappt und nicht alles, oh, so viel größer ist sie aber auch nicht. Naja, aber ein bisschen. So, jetzt Eier. Ich nehme mal 2, 3 Stück. Und ein bisschen, erstmal ein bisschen Paniermehl rein. Knaja kommt noch ein bisschen mehr. Jetzt kommt das Ekligste an der ganzen Geschichte, was ich überhaupt nicht mag. Uah. Ja. Aber was muss, das muss.
Man hätte das auch alles in die Bertha schmeißen können, aber dafür ist die Menge doch ein bisschen zu viel. Ich glaube nicht, dass das in die Schüssel bei der Bertha reinpassen würde. Ja, und jetzt alles gut vermengen. Ohne zu große Sauerei einzurichten. Immer noch zu klein die Schüssel, aber ich habe keine größere, glaube ich. Hier. Komm her. Ja, ich knete. Nein, du sollst nicht kneten. Ich bin schon in der Pampe hier drin. Ja. Du sollst mir da so einen Löffel nehmen. Wo ist der? Da, so einen schwarzen Löffel. Genau, nichts doll. Und kipp mir mal ein bisschen was noch. Ein, zwei Löffel davon hier rein. Damit ich mir nicht die Hände anlaufe. Oh. Ein bisschen mehr. Steh nicht in der Kammer. Ja, mach mal. Noch mehr? Ja, noch ein bisschen. Noch mehr? Ja. Muss nur sagen. Und noch ein bisschen. Das ist ganz schön viel hier. Noch eine, genau. Das müsste jetzt endlich reichen. Ja, hier im Hintergrund sind meine Söhne am Rumwuseln, die Großen. Und ich probiere jetzt, ich mache tatsächlich ein paar Probedinger, um nach Salz und Pfeffer und so weiter zu testen. Ich kann auch probieren. Ich probiere nämlich kein rohen Hackfleisch. Also ich kann das nicht. Soll man auch nicht. Mir wird davon schlecht. Ich weiß, dass viele das machen, aber wenn ich nur diese Hackepeterbrötchen sehe oder sowas, dann... ja, wird mir schon ganz anders. Deswegen mache ich jetzt einfach mal drei, vier, so dieses kleine Pfännchen. Wolltest du Mikrowelle, Schatz? Ja, dann komm. Mach eine Mikrowelle. Ja. Schieb rein. Schieb rein daneben. Bitte, falsch. Nee, das funktioniert so nicht. Doch, man kann auf die Starttaste drücken. Ach so. Ah. Den Trick habe ich dir vorher gesagt, Mama. Ja, ich weiß. Ich dachte, das... Ja, die restlichen Nudeln von gestern werden jetzt aufgegessen. Gestern Abend, so 10 rum, hat Tabea sich noch eine Portion aufgewärmt. Die sind ja auch lecker. Ja, ich brate jetzt 4 Stück an. Da können meine Söhne sich opfern und probieren, ob genug Salz drin ist und Pfeffer und so weiter. Und dann sind sie komplett döde. Kann ich nachwürzen und dann mache ich das im Backofen. Hier zwischendurch. Ich habe jetzt hier die Frikadellen und die gehen in den Backofen. Ich habe sie nur ein bisschen nachgewürzt. Ne? Und ansonsten nur noch ein bisschen mit Öl bepinselt und das geht jetzt einfach in den Ofen, bis die fertig sind. So, ihr Lieben, die Jungs sind jetzt mal draußen. Also ich meine aus der Küche raus. Die Frikadellen sind im Backofen und ich mache jetzt die gefüllten Eier. Ich mache die auch nicht so wie die meisten, ich sag mal, Russen das machen, die machen da Lachs und hast du nicht gesehen, was sonst noch alles. Ich mache das ganz einfach. Ich bin gerade dabei, was aufzusammeln.
Ich mache es dir ganz einfach, wie auch letztes Jahr. Dieses Jahr mache ich nur ein bisschen was ändern. Ich mache jetzt Schnittlauch, also gefrorenen von Bofrost habe ich mir aufgemacht. Mit dazu, letztes Jahr habe ich den nicht reingemacht. Ich zeige euch einfach mal, was ich mir so gedacht habe. Also ohne Kaviar, ohne Lachs, ohne irgendwas bei mir. Ich habe jetzt hier Eier, die habe ich geschnitten. Die habe ich halbiert. Dann habe ich die Eigelbe hier drin. Und jetzt schmeiße ich einfach mal ein bisschen was von dem Schnittlauch rein. Dann eine ganze Solo-Knoblauch. Wird sehr knoblauchlastig. Das habe ich leider jetzt nicht auf die Schnelle gefunden. Muss es mal wühlen im Gefrierschrank. Dafür habe ich keine Zeit und keine Lust. Dann gebe ich ein bisschen was von getrocknetem Dill. Und entweder Schmand oder viele machen Mayo. Ich gebe jetzt Creme Leicht rein. Ja, und das Ganze zermatsche ich einfach mal mit der Gabel ordentlich. Man könnte natürlich, wäre vielleicht sogar noch besser, Blender nehmen. Ne? Also so einen Pürierstab oder so. Ich überlege gerade, wenn das jetzt hier nicht so gut funktioniert mit der Gabel, nehme ich vielleicht noch den Pürierstab dazu. Aber eigentlich stört es mich nicht wirklich, wenn ein bisschen Stückchen vom Eigelb oder so dazwischen sind. Dass nicht alles so ganz homogen ist. Ne? Also mich stört das nicht. Was mich jetzt ein bisschen stört, ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Schmand. Ja. Ich brauche ein bisschen mehr Schmand. So, ich gebe jetzt einfach noch ein bisschen Schmand dazu. So einen Löffel. Und dann brauchen wir logischerweise Salz und Pfeffer. Das ist ja noch nicht drin. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Und weiter zum Munchen. Ja, und dann geht es auch schon los. Ne? Also viel mehr passiert hier nicht, außer dass die Eierhälften befüllt werden müssen. Wo hat Christian jetzt eigentlich die Teller hingestellt? Ach, da. So. Krischi hat mich hier ein paar solche ovalen Teller geholt. Und dann wird das einfach mal gefüllt. Ja. Perfekt. Salz, Pfeffer, alles genug. Ja, sehr knoblauchlastig, muss ich sagen. Gut, dass keiner morgen zur Arbeit muss oder so. So, einfach mal so befühlen. Man kann die... Oh, das gefällt mir jetzt, der Teller gefällt mir schon mal nicht. Ja, das ist besser. Man kann natürlich noch ein bisschen frisches Grün oder so, wenn man welche hat, wie Dill oder so Petersilie, irgendwie sowas drauf platzieren oder was anderes. Ne? Also wie gesagt, ich sehe das bei ganz vielen, da kommt Kaviar drauf oder Lachsröhrchen oder irgendwie sowas, so kleine, ne? Also, so was so auf ein Ei drauf passt. Aber ich muss das nicht haben. Mir reicht das tatsächlich komplett so, wie es jetzt ist. Es ist so lecker. Das hätten wir dann schon mal erledigt. Hier habe ich die ganzen Frikadellen hier und in dem riesen Bottich hier. Ja, ich kann vielleicht ein bisschen aufmachen, euch zeigen.
So schaut's aus. Sehr saftig und lecker. Und hier sind die beiden Teller mit den gefüllten Eiern. Jo. Man könnte die noch verschönern und irgendwie was drüber streuen und so weiter. Ich habe keine Lust. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute nicht so besonders gut drauf. Dank meinen Mitbewohnern hier allen möglichen. Und deswegen, nö, mache ich jetzt nicht. Wird eh gegessen nachher. Schneller als man gucken kann. Was machen wir noch heute? Also es wird ja Raclette geben. Ich habe Kartoffeln gekocht. Da hinten steht das Fleisch zum Auftauen. Ich habe es nämlich vergessen, gestern aufzutauen. Ich muss jetzt gucken, wie ich das noch schneller irgendwie aufgetaut kriege. Und dann werde ich das nur ein bisschen mit Salz, Pfeffer, eventuell ein bisschen Sojasauce marinieren, damit es, bis wir so weit sind, dass wir dann Raclette anmachen und so, ne, den Grill, das Fleisch halt ein bisschen gewürzt kriegen. Und dann wollte ich noch, also dann gibt es noch Baguettes, Ofenkäse und ich wollte gleich noch einen Salat machen. Kein Kartoffelsalat oder sonst was, das will keiner hier momentan mehr sehen. Ich auch nicht. Ich mache irgendwas, ich denke mir gerade wieder was aus, was ja etwas Frischeres. Und ich zeige euch einfach mal, naja, was ich mir so überlegt habe. Aber erstmal brauche ich eine kurze Pause, ich kann jetzt nicht mehr stehen. So, wir haben gerade Tee getrunken. Muss gleich noch aufräumen. Ja, wir haben gestern irgendwann da doch ein paar Berliner mehr kaufen können. Vor allem von denen mit Guss. Ist halt so. Wir haben aber noch Stollen und Kekse und ach, ist genug da. Keiner wird verhungern. Jetzt mache ich nur noch Salat. Und dann, ja, bin ich eigentlich auch schon fertig. Viel mehr mache ich auch nicht. Das Fleisch habe ich tatsächlich alles in einen Bottich reingeschmissen, mit Sojasauce, Salz und Pfeffer eingelegt, damit das einfach ein bisschen Würze kriegt. Und dann packen wir das einfach auf den Grill oder in die Pfännchen. Ich habe keine Ahnung, irgendwas kriegen wir schon damit hin. Lachs habe ich auch gerade von der Haut befreit und mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Zitronensaft beträufelt. Mehr mache ich damit auch nicht. Ja, dann nur noch den Ofenkäse reinschmeißen, die Baguettes. Passt. Mehr mache ich. Keine Lust. So, und aber Salat wollte ich unbedingt selber auch für mich. Ich mag gerne Salat. Also mache ich jetzt auch einen. Und zwar habe ich hier Eisbergsalat. Ich werde zwei Portionen machen. Eine größere und eine etwas kleinere Portion, weil in einem möchte ich ja Hähnchenbrust. Ach so, das habe ich, genau. Das habe ich, das ist diese zwei Hähnchenbrustfilets, die ich gestern gekauft habe. Habe ich auch nur ein bisschen Sojasauce, Salz, Pfeffer und dann heute so ein paar Stunden stehen lassen und gerade nur angebraten und klein geschnitten. Mehr habe ich damit auch nicht gemacht. Mehr braucht man auch nicht damit zu machen. Ist wirklich super lecker, auch so. Könnte man eigentlich auch so aufessen, mache ich jetzt aber nicht. So, und jetzt mache ich hier eine kleine Portion hier noch in eine andere Schüssel ohne Hähnchenfleisch. Ja, wie gesagt, das ist jetzt hier Eisberg. Und dann haben wir noch Chinakohl. Das ist immer so gut eingeschweißt ist. Das ist echt super, ich sag's euch. Ja, den schneide ich einfach so klein, wenn ich jetzt hier das weggeschnitten habe, was ich nicht haben will. So, Chinakohl hier rein. Chinakohl ein bisschen hier rein. Dann habe ich hier Paprika und Gurke. Schneide ich einfach auch klein. Es wird einfach so ein gemischter Salat. Ich habe eigentlich jetzt gedacht, noch Eier, habe ich aber alle Eier verbraucht und die ich nicht verbraucht habe, wurden gemampft. Also habe ich keine Eier mehr. Nochmal kochen werde ich nicht. So, Paprika ein bisschen da rein. Ein bisschen hier rein.
Gurke genauso. Ja, und dann habe ich gedacht, nehme ich ein bisschen Erbsen und Mais dazu. Abgießen vorher. Ja, und dann gebe ich jetzt einfach von jedem ein bisschen was rein. Ich mache gleich noch ein paar Gurken dazu, glaube ich, noch ein bisschen. Vor allem in den rein. So, jetzt habe ich mir noch überlegt, ich mache ein paar Cherry-Tomaten mit rein. Die schneide ich hier am besten in so Scheibchen. Ne? Sieht besser aus. Ja, solche Scheibchen passt schon. So ungefähr sehen jetzt die Salate aus. Das ist jetzt ohne Fleisch. Ich habe auch nur ein bisschen gemacht, falls überhaupt jemand das haben möchte. Für den Fall, dass unsere Vegetarierin was haben möchte. So, und das ist jetzt das mit Hähnchenfleisch. Ich habe jetzt nicht alles drauf gemacht. Ich werde, ja, das ist mal so stehen lassen. Und kurz bevor wir essen, mache ich den gleichen... Ich mal Soße wie für den Chinakohlsalat, den ich euch vor gar nicht so langer Zeit gezeigt habe. Das war jetzt Mayo und diese Fixtütchen für Salat. Genau, mehr mache ich nicht. Ist das jetzt auf der Linse oder ist das jetzt nur hier vorne? Das ist auch noch hier vorne. Mehr mache ich nicht an Salaten. Weil das wird dann eh keiner essen. Wenn ich jetzt Ofenkäse mit Baguettes auf den Tisch stelle und dann noch die Frikadellen und die gefüllten Eier, dann ja, wahrscheinlich esse Salat nur ich, vielleicht noch Dirk. Das war es dann auch. Manuel und Sarah hauen gleich ab, die wollen woanders feiern. Sollen sie auch, sollen mir recht sein. Ja, und die Vorbereitungen sind somit eigentlich fast abgeschlossen. Also es ist nichts mehr, was ich euch noch so zeigen würde, könnte, was interessant wäre. Deswegen werde ich an dieser Stelle jetzt dieses Video auch beenden. Ich werde mich jetzt ein bisschen erstmal ausruhen. Wir haben jetzt halt, ne, doch, 10 vor 6. Ein bisschen ausruhen, bevor ich hier weiter das Essen fertig mache. Weil ich, ja, der Rücken macht nicht mit. Genau. Und dann gibt es heute nichts Besonderes. Es ist ganz normaler Abend, okay, ein bisschen längerer Abend. Wir werden vielleicht ein bisschen spielen, falls einer mit uns spielen möchte. Mal gucken. Und ansonsten irgendwann mal später, so ich denke mal tatsächlich so Richtung 8 Uhr, was essen. Bis Mitternacht so am Fernseher wahrscheinlich sitzen mit Streichhölzern in den Augen, obwohl ich habe da kein Problem, länger aufzubleiben. Und das war's dann. Also... langweilig. Ruhig und langweilig. Ja, das war's, ihr Lieben. Das war jetzt das letzte Video im Jahr 2021 von mir. Nichts Weltbewegendes, nichts Besonderes, aber ich wollte euch nur ein bisschen zeigen, was es heute zu essen gibt, was ich so vorbereite. Wir haben auch ein bisschen Haushalt erledigt. Ich habe da ein paar Aufgaben delegiert. Dirk hat hier das untere Bad geputzt ein bisschen. Isabel hat oben, dann wurde durchgesaugt und so weiter. Das Nötigste, was halt eben nötig ist bei so vielen Menschen im Haus. Ich hoffe, es ist bald vorbei, sage ich ganz ehrlich, mittlerweile nach einer Woche. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, ihr Lieben. Das ist das Wichtigste. Alles andere ergibt sich schon irgendwie von alleine. Hauptsache, man ist gesund. Ich wünsche euch allen alles, alles Gute. Dass euch das neue Jahr, ja, ich sag mal, positiv überrascht. Womit auch immer. Das letzte Jahr hat uns ja alle nicht ganz so positiv erwischt, ne? Alle ein bisschen gebeutelt, aber ja,
alle halt, ne? Nicht nur den einen oder den anderen, aber wir sind irgendwo alle betroffen in irgendeiner Weise von dem Ganzen, was gerade so passiert. Kann man auch nicht ändern großartig, ne? Augen zu und durch. Und einfach die Hoffnung nicht verlieren, dass es besser wird. Also das mache ich, das machen wir hier. Und ich hoffe für euch auch, dass ihr ja irgendwo auch nur ein kleines Fünkchen Hoffnung noch habt, behalten könnt und ja, drauf aufbauen könnt. Okay, alles Gute, ihr Lieben. Gesundheit, Liebe, Erfolg in allem, was ihr so vorhabt. Ob ihr nun gute Vorsätze habt oder nicht, ich nicht. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns im neuen Jahr ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.